Hallo und willkommen zu dieswöchige Fairy Tail Manga Review, und zwar Kapitel 333. Leute und Leute, Drachen, Drachen und Drachen und Leute und Drachen. Ja, ein ziemlich langes Kapitelname, meiner Meinung nach. Also, was letztes Mal passiert ist, ja, Natsu hat sich mit einer Drache zusammengeschlossen, und dessen Freund von Ignil ist, und der nennt ihn einfach der alte Kerl. Ja, das war äußerst witzig. Und danach geht's hier der Kampf weiter, aber zuerst hier der coole Titelbild mit Farbe, den ich ziemlich krass finde, weil, wie gesagt, am Juni, also noch einen Monat, also ja, also es ist bald schon Juni, heute ist ja der 30., glaube ich, ja, 30. Mai, also ja, bald ist es soweit und der Anime geht weiter, aber zuerst kommt der OVA. So, und nun zum Anime. Zuerst so ein kleiner Verlauf, wo ich selbst nicht alles gecheckt habe. Ja, Fairy Tail, der große Magierspiel-Chronologie, also ja, einfach Tabelle, ja. Also, was hier gezeigt wird, ich mach mal die Kamera etwas näher und das Bild auch etwas näher. So, also, ja. Also die Zeitlinie hier. Also zunächst mal ist ja hier, da fangen wir an, bei Fairy Tail ist eine komische Jahresangabe mit X784, ja, was sehr verwirrend ist, ja. Also wurde die Eklipse gestartet und danach, nach 7 Jahren, sind die ja wieder zurückgekehrt, dass ja 7 Jahre in Tenrojima ja stecken geblieben ist. Und am Juli ist dann, hat es gestartet, den große Magierspiele. Am 4. Juli kommt der Zukunft Lucy. Und am 7. Juli dann hat sich Eclipse geöffnet und eine verschiedene Zukunftswege hat sich geöffnet. Ja. Also der erste Zukunftsweg ist, ja, die Welt ist zerstört von Hunderten, nein, nicht Hunderttausend, 10.000 Drachen, die aus den Toren gekommen sind. Ja, Lucy wurde von hier wieder zurückgegangen. Ja, und Levi hat dann noch einen Brief geschrieben. Ja, in der Anime hat man gesehen, dass Levi einen Brief geschrieben hat, hier eine Zukunft. Und ja, und in der zweiten Zukunft, ja, Lucy hat das Tor geschlossen, immer noch im Jahr X798. Ja, die Welt ist von kontrolliert von Agnologia, ja, und Rook ist dann zurückgekommen, dass er, ja, ich mache die 10.000 Drachen meins. Dabei ist es nur 7 Drachen, es ist 7 Drachen immer noch. Und ein neues Futurist, keine, noch, ja, noch Fragezeichen. Deswegen fragt er sich ja auch Gerald, wie können wir. How can we find the happiest future? Ja, können wir die glücklichste Zukunft finden? Tja, das bleibt mal gespannt. So, also ja, in der letzten Kapitel hat sich ja Drache, also Natsu auch eine Drachen geschnappt und ja, dann gibt es jetzt einen Drachenkampf. Ja, meine Kontrollmagie, was hast du getan, Natsu? Ja, ach so, hast du. So, you used Magitofe, weil, ja, du hast es auch so mit Magie und ja, unser Willen manipuliert oder so. Aber wir wurden Freunde, richtig? Ja, Freunde. Und was dann witzig ist, dann hier. Ja, das ist also, das sind. Oh ja, oh, ich habe ein Bild vergessen. Ich habe dann ein Bild vergessen, da zu kopieren, also zu speichern. Also bei einem Bild hat der Natsu noch gesagt: Los geht's, alter Kerl. Das wollte ich noch zeigen, aber ich habe wohl dem Bild scheinbar vergessen. Also hier sieht man, die haben sich gegenseitig gebissen und der andere Drache da spuckt hier voll und BOOM, ist alles zerstört. Und ja, wie viele sind da umgekommen? Ja, vielleicht keiner, weil der hat ja nur eine kahle Berg gezielt, also ist niemand umgekommen. Ja. Das sieht aus fast wie eine Atomexplosion, so eine Drachenschuss. Ja, das sagt er, ja. Ja, dein Atem wirkt nicht auf meinen Flammenkörper und du kannst nicht meinen Adamantenkörper brennen. Also Adamant, da weiß ich auch nicht, was es das heißt. Aber wo ich das erste Mal Adamant gelesen habe, da habe ich voll gedacht an X-Men, an Wolverine. Ja, der hat doch Adamantium. Deswegen, ich hab das Wort voll mit Adamantium verwechselt. Oder vielleicht meint es auch Adamantium. Ja, für Donnerstag, mein Höllenflammes. Ja, unterschätze nicht meine Höllenflamme. Es ist die gigantische Feuercrush aus der Hölle. Und mein Freund Bam Natsu, obwohl das finde ich jetzt nicht gerade sehr gut gezeichnet. Auch so einen Sprung hätte man schon reinzeichnen sollen, weil eigentlich springt ja Natsu. Und ja, und Natsu isst das oder frisst das und der haut ihm rein, ja.
Und da fragt sich Rogue natürlich, hat Atlas Flamme Flamme gegessen? Also zweimal Flamme, das hat mich auch verwirrt. Und dann BÄM, Atomcrash oder ein Atomschlag oder, nein, das ist kein Atomschlag, das ist einfach ein riesiger Flammenschlag, der bei einer Anime, also bei Anime wird das sicher viel besser ausschauen, weil das sieht ja schon krass aus, aber mit Farbe wäre es besser. Und danach sagt man, ja, Leute kämpfen gegeneinander. Drachen kämpfen gegeneinander, ja. Leute und Drachen kämpfen gegeneinander. Das ist die antike Katastrophe der die Drachenkönig-Festival. Ja, unsere Majestät, wir können das nicht mehr stoppen. Nichts wird das hier noch umkehren. Ja, also, wie gesagt, bei Fairy Tail, wer der Anime gesehen hat, wurde ja oft gesagt, und zwar Fest der Drachen oder Drachenkönigsfest. Das wurde mal ziemlich oft erwähnt. Also, das ist jetzt der Drachenkönigsfest, in dem alles zusammen gegeneinander kämpfen. Ja, Drachen gegen Drachen, Leute gegen Leute und Drachen gegen Leute, was ziemlich sinnvoll ist. So, ja, und danach noch bei der Rock. Hier, also der Zukunftslog hat eben den Drachen gesagt, ja, das soll ihn eben nicht töten, weil wenn der ihn tötet, stirbt er ja auch logisch in der Zukunft. Das ist ja ziemlich sinnvoll, ja. Deswegen, lass den eben nicht töten, ja. Ja, da fragt er sich natürlich auch, ja, wieso erkennst du meinen Namen? Ja, bei mir wurde der Befehl gegeben, dich nicht zu töten. Ja, du solltest hier stehen bleiben. Denn ja, nur du bist hier erlaubt, dieser Welt zu überleben und König werden. Ja. Und es wurde von seinem Schatten gesagt, also der Schatten, der bei vorherigen Fairy Tail, bei Kapitel, weiß nicht mehr, welche Kapitel es war, es war Garchil gegen Rogue, gegen seinen Schatten, und dann wurde er zu, ja, zu Schatteneisendrachen, und ja, und dieser Schatten war das, der böse Schatten von ihm. Ja. Ja, ich bin deine andere mögliche Zukunft. Ja, ich bin deine Schatten und deine dunkle Herzseite. Ja, shut up, ja, halt's Maul. Was ich ziemlich witzig hier finde, ist diese, tritt und schon wurde das Gespräch beendet, ja. So, ja, danach sagt er noch, ja, akzeptiere es, deine finstere Seite in dein Herzen. So oder so, bald wird es passieren. Ja, du hast dich für diese Zukunft akzeptiert. Du kannst nicht hier sterben. Das ist eine Lüge. Es muss eine Lüge sein. Ja, Rock. Und eine Stunde zu bevor, also, ja, also ich habe eben fast 5 oder 6, ja, 5 oder 6 Bilder ausgelassen, weil da war so was Schwieriges gekommen, dass selbst ich Probleme bekommen habe, und danach bin ich etwa eine halbe Stunde mit diesen Seiten, ja, an Google übersetzt und habe so ein bisschen gecheckt, aber auch nicht so wirklich gecheckt. Also, ja, die haben eben vorgehabt, Wendy und Uthea hatten vor, Rock, der Vergangenheitslog, einfach zu killen. Ja, einfach so zu töten. Weil wenn der Vergangenheitslog stirbt, stirbt ja auch logisch der in der Zukunft. Und ja, und Natsu ist dagegen, weil der Vergangenheitslog, der hat ja nichts gemacht. Der ist einfach unschuldig, und ja, und er will ihn einfach nicht töten. Und danach verspricht, ja, Ultia, ja, okay, ich verspreche dir, ich werde den, ja, gegenwärtigen Rock nicht anfassen. Aber man kann auch in sie täuschen, das gebe ich schon mal ehrlich zu, ja. So, und danach am Kampf hier, das ist der letzte Seite übrigens, ja, Natsu. Das ist nichts mehr, was wir noch tun können. Rock ist der Auslöser für all das. Und ja, in anderen Worten, wäre er nicht von der Zukunft gekommen ist, der wäre die Tore nicht geöffnet und die Drachen würden niemals herkommen. Wenn wir diese Welt zurückbringen wollen, ja, dann ist den Rock zu töten der einzige Weg. Ja. Tja, die hat jetzt ernsthaft vor, Rock zu töten, aber sowas von ernsthaft. Und ich hätte nicht gedacht, ich hätte wirklich gedacht, Uthia kann man vertrauen. Aber nee, die kann man doch nicht vertrauen, leider. Ja, was ich voll hier auch nicht checke, das hier so, dass etwa eine DNA zeigen und so. Und einfach dieses Bild, da komme ich nicht wirklich drauf, so dass ein Zeitsprung-Paradox oder sowas ähnliches zeigen, ja. Okay, zu guter Letzt, ja. Ja, weiter geht's dann bei Kapitel 334, Macht Sünde und Opfer. Ja.
sind da und Apfel. Das tönt doch gut. Dann wird's zeigen, ob nach Utia wirklich dazu, ja, es in sich bringt, ja, Rook zu töten. Also mein Fazit zu diesem Kapitel, ziemlich viel da geklärt. Also ja, jetzt habe ich jetzt so die Antwort auf all meine Fragen bekommen. Also ja, die meisten Fragen, zwar sind nicht alle Fragen von mir zu diesem Kapitel beantwortet, aber ja, also vieles ist jetzt beantwortet. Und das größte Frage, was ich jetzt habe, steckt nicht ZF dahinter? Ja, ZF. Weil ich meine, ZF ist fast nicht aufgetaucht. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, ZF muss bald auch mal auftauchen, weil sonst macht ja, macht der Manga ja nicht wirklich Sinn. Wegen, ja, der letzte Kapitel von Fairy Tail wäre sicher so, Natsu gegen ZF, der hat gegen ZF gewonnen und fertig, Happy End. Ja, vielleicht kommt noch ein Kapitel und danach ist es Happy End, ja. Also ich habe einfach so ein Gefühl, ZF ist irgendwo hier in der Hintergrund und schaut auf das alles, weil in der zweiten Zukunftsweg, wo der Zukunft vorkommt, wo nur Agnolia ist, ja, da kann ja nicht Agnolia von selber kommen, da muss auch ZF dahinter stecken, obwohl ZF so depressiv und bemitleidend ausschaut, ja. Kann ich mir das fast nicht vorstellen, nee. Weil ich finde es nur komisch, bei der Lucy-Zukunft ist ja 10.000 Drachen. Und bei der Rox-Zukunft ist ja nur eine Drache. Und ja, wie konnte diese zwei Zukunft überhaupt erst recht passieren? Das ist das, was ich voll nicht checke. Und ich habe so ein Gefühl, ZF weiß einfach das alles. Einfach ZF soll bald mal auftauchen und ja. Und sich zeigen, ja, das soll sich mal bald zeigen. Das ist einfach, was ich mir so sehr wünsche, dass ZF mal bald da auftaucht. Sonst ist der Manga nicht mehr so interessant für mich. So, also dann, ja, bis zum nächsten Kapitel und ciao.